Hallo meine Lieben, ich bin Maria vom YouTube und Instagram und TikTok-Kanal Rockabilly Maria und ich bin heute mal wieder zu Gast auf dem Kanal von Cosmetic for Less für ein kurzes Tutorial zum Thema Augenbrauen. Es gibt ungefähr 100 verschiedene Arten, sich die Augenbrauen zu stylen und ich zeige euch heute meine absolute Go-To-Augenbrauen-Routine. Ich mache es auch ehrlich gesagt jedes Mal ein bisschen anders, aber ich habe so eine Art, mir die Augenbrauen zu stylen, die für mich immer total schnell und total gut funktioniert und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Hierfür braucht ihr nur drei Produkte. Nur, falls du noch neu bist auf dem Kanal von Cosmetic for Less, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, einmal auf Abonnieren zu klicken, um kein Video mehr zu verpassen. Du findest hier Tutorials zu Basic Steps, aber auch zu kompletten Make-up-Looks und wir stellen dir hier auch Produkte und Brands vor, die es im Shop von Cosmetic for Less zu kaufen gibt. Du wirst mich hier auf jeden Fall ab und zu mal auf dem Kanal wiederfinden, aber auch andere richtig tolle Blogger und Bloggerinnen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. So, dann starten wir doch direkt drauf los. Als allererstes, wenn ihr eure Augenbrauen macht, ist, dass ihr sie immer einmal nach oben kämmt, um einmal zu sehen, wo die Reise hingeht. Ich habe noch relativ messy Augenbrauen. Das liegt daran, dass ich meine Augenbrauen noch wachsen lasse. Also bitte, bitte stört euch nicht daran, dass meine Augenbrauen vielleicht nicht so gepflegt aussehen wie bei dem einen oder anderen. Dann schaut euch einmal ganz genau im Spiegel an und schaut, welche Augenbraue weiter oben ist. Das Gesicht ist nicht symmetrisch. Mir ist es so, dass insgesamt meine linke Gesichtshälfte ein bisschen weiter nach oben steht, wenn ich also meine von mir aus gesehen linke Gesichtshälfte. Genau, also meine linke Gesichtshälfte ist insgesamt ein bisschen straffer als die rechte. Die rechte fällt ein bisschen mehr herab. Und genau, das kann man zum Beispiel an meinem Augenlid ein bisschen so sehen. Das kann man auch an meiner Augenbraue sehen. Und da haben wir die Möglichkeit, ein bisschen auszugleichen. Das sind so Basics, die kann ich euch sehr gerne mal in einem anderen Video auch erklären. Da würde ich euch mal bitten, einfach unten in die Kommentare zu schreiben, ob ihr da Interesse dran habt. Das können wir ein bisschen ausgleichen. Ich möchte euch aber heute zeigen, wie ich in ein paar ganz schnellen Steps meine Augenbraue fertigstelle. Als allererstes benutze ich total gerne von Catrice diesen Brow Definer hier. Das ist ein total schönes Produkt. Ich benutze ihn sehr gerne in der Farbe Dark Blonde zuerst. Und zwar hat er hier so eine Filzstiftspitze, vielleicht könnt ihr das erkennen. Und die hat eine total schön flexible Spitze. Und ich benutze ihn in der Farbe Blond, um mir einfach mal eine Kontur anzuzeichnen. Im nächsten Step kämme ich mir die Haare einmal nach unten und zeichne mir einmal oben die Kontur an. Und hier fange ich jetzt an, die Augenbraue, die ein bisschen weiter unten ist, also auf der rechten Seite, einmal so ein bisschen leicht dezent weiter nach oben anzusetzen. Und zwar mache ich das, wie ihr gesehen habt, in ganz kleinen Strichelchen. Ich mache das jetzt auch einmal auf der anderen Seite. Hier bleibe ich aber genau auf der Kontur meiner Augenbraue. Und ihr habt hier die Möglichkeit, oben euch entweder diesen Knick einzuzeichnen, ne? Das ist je nachdem, wie ihr es mögt, oder es eben ein bisschen runter zu zeichnen. Und dann kämme ich mir schon alle Haare einmal nach oben. Und dann gehe ich hier einmal an die Kontur und zeichne sie auch an. Und ich fange hier gar nicht ganz, ganz vorne an. Denn hier vorne ist der Teil, den möchte ich gar nicht so doll betonen, sondern ich fange eigentlich fast hier am Nasenflügel an. Also wenn ich mir jetzt mal einen Pinsel beispielsweise nehme, würde ich jetzt hier am Nasenflügel anfangen, einmal nach oben gerade zu gehen. Da in etwa fange ich an, mir meine Kontur anzuzeichnen. Und da gehe ich auch wieder in ganz, ganz leichten Strichen, nicht zu so stark. Und da kommt dann auch wieder diese etwas hellere Farbe zur Geltung. Und ich gehe hier relativ schräg nach oben. Also ich gehe hier nicht so weit nach unten, sondern ich gehe relativ schräg nach oben. Und da zeichne ich mir auch schon meine Härchen ein. Und dafür liebe ich diesen Brow Definer, weil er eben so, wenn man mit ihm so schön präzise arbeiten kann, auf der einen Seite, aber man kann auch, dadurch, dass er diese feine Spitze hat, man kann mit ihm sehr präzise arbeiten, aber man kann ihn eben auch so schön anlegen und auch ausfüllen. Und hier hinten seht ihr ja, dadurch, dass ich im Moment nicht zupfe, habe ich einfach natürlich viel zu viel Flaum. Und da gehe ich aber im Moment auch gar nicht rein. Und hier hinten gehe ich einfach mal und ziehe mir ein paar Härchen nach. Und was ich im Moment gerne möchte, ist, ich mag es eigentlich hier hinten, wenn es so ein bisschen mehr oben lang geht. Und hier zeichne ich mir einmal eine kleine Linie ein und gehe hier so ein ganz bisschen länger, aber wirklich nicht allzu lang. Es soll nicht übertrieben sein. So, das war's schon.
Und jetzt ist es natürlich die Kunst beim Augenbrauen, wie auch beim Lidschatten und beim Lidstrichziehen, dass es auf beiden Seiten gleich aussieht. Aber trust and believe, es guckt nie jemand auf eure Augenbrauen so genau und sagt, oh mein Gott, dreh dich mal zur Seite, es ist ja total schief und kreuz und quer. Außer vielleicht, wenn ihr YouTuber seid und es gerade gesagt habt. Und im nächsten Step gehe ich und nehme diesen Stift hier. Das ist der Waxy Brow Pen, auch von Catrice. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Der hat eine ganz andere Spitze oder eine ganz andere Mine. Und zwar hat er dann so eine tropfenförmige Mine. Die ist ganz, ganz wachsig. Ich setze den immer zuerst dann auch nochmal so schräg an, um einfach diese Feinarbeit nochmal zu machen, unten an meiner Kontur. Und dann setze ich ihn gerade an, um einfach wirklich Produkt aufzubringen. Und dann gehe ich immer wieder hinterher mit der Mine rein, mit dem Spoolie rein und kämme mir das Produkt einmal richtig schön in meine Haare. Und ihr könnt auch vielleicht sehen, also ich spüre es natürlich, wenn ich jetzt hier das Produkt einarbeite, wie schön sich das Produkt einfach auch verteilt. Und man kann auch sofort den Unterschied erkennen. Ich habe den in der Farbe 20, Medium Brown, wie natürlich auch die Farbabgabe ist. Und mit dem fokussiere ich mich eigentlich nur auf den vorderen Bereich meiner Augenbraue. Also ich gehe eigentlich kaum noch nach hinten, vielleicht nochmal hier so ein kleines bisschen und bringe hier nochmal ein bisschen Produkt auch rein. Dann hat es sich auch für mich etabliert, danach meine Augen zu schminken und dann nochmal mit einem Gel reinzugehen, um alles richtig schön zu fixieren. Und das würde ich jetzt auch einmal machen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, mein Make-up ist fast fertig und zum Abschluss meiner Augenbrauen möchte ich sie eigentlich immer ganz gerne noch fixieren mit einem Augenbrauengel. Und hierfür habe ich mir heute ein relativ neues Produkt aus der Drogerie rausgesucht, das Brow Like a Boss Ink Brow Gel. Das ist ein relativ witziges Produkt und zwar kommt das hier mit so einem, ja, Pinsel, wenn man möchte. Das ist ganz witzig eigentlich. Hier ist der Pinselapplikator und das ist so gedacht, dass man sich das so direkt in die Augenbrauen geben kann. Ich verwende es aber sehr gern einfach hier auch mit so einem Spoolie. Und zwar gehe ich einfach einmal hier in das Produkt rein und gehe dann mit dem Spoolie, nehme hier das Produkt einmal auf und arbeite es mir dann mit dem Spoolie in die Augenbrauen ein, wie eigentlich ein Augenbrauengel auch. Und dann arbeite ich mir das immer von der Mitte der Augenbrauen einmal nach vorne und kämme mir meine Augenbrauenhaare so richtig steil nach oben, fast wieder so gegen den Strich. Versuche einmal richtig schön alle Haare zu greifen und dann lege ich sie mir so ein bisschen in die Richtung, wie ich sie möchte. Und das Produkt ist wirklich krass, weil das hält wirklich bombenfest und das ist auch wasserfest. Also wenn ihr es am Abend abwascht, am besten mit einem ölhaltigen Produkt. So, und dann sind meine Augenbrauen auch schon fertig. Und ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden. Was meint ihr? Ich finde, das ging relativ schnell. Wie gesagt, das ist für mich eigentlich so meine tägliche Augenbrauenroutine. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr jetzt, falls ihr noch Fragen habt, und ich hoffe sehr, dass ihr noch Fragen habt, sie einfach mal unten reinschreibt. Ich schaue auf jeden Fall auf dem Kanal von Cosmetic for Less auch ab und zu mal vorbei. Schreibt auch sehr gerne rein, welche Tutorials ihr noch sehen wollt, kürzere oder längere, welche Steps, welche Basic Steps oder auch welche nicht so Basic Steps ihr gerne auf dem Kanal von Cosmetic for Less noch sehen wollt. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn wir uns bald hier auf dem Kanal von Cosmetic for Less wiedersehen. Und bis dahin bedanke ich mich ganz doll bei euch fürs Zuschauen bis hierhin und sage bis bald. Bye bye.